Verlassen und bin nun auf dem Weg Richtung Reichenbach. Ich bin jetzt im Moment noch in Spiez, aber laufe jetzt dann ins Kandertal. Sollten etwa so 9 Kilometer sein, also heute nicht so weit. Und dann habe ich so eine Art Pause. Morgen muss ich zwar das Hotel wechseln, aber sonst nirgends hinwandern. Aber es sind trotzdem etwa 3 Kilometer morgen, weil ich muss, das jetzige Hotel ist so am Hang. Und dann muss ich quasi wieder ins Tal hinunter. Das ist etwas unglücklich, weil es wäre mal cool, einen Tag nicht den Rucksack tragen zu müssen und einfach das Zeug so zu lassen und nicht am Morgen immer packen müssen und etwas ausschlafen. Aber ja, etwas länger schlafen werde ich wohl können. Versteht mich, weil der Fluss so laut rauscht, die Kander. Ich bin jetzt hier bei der Niesenbahn, die auf den Niesen hinaufführt, und mache kurz Pause. Danach laufe ich weiter. Es sind noch etwa, denke ich, 20 Minuten bis eine halbe Stunde auf Reichenbach. Und dort gehe ich dann etwas zu essen kaufen, irgendein Sandwich oder so. Dann muss ich noch den Berg hoch dort etwas, weil ich bin etwas am Hang oben, ist meine Unterkunft. Aber es ist wieder sehr schönes Wetter und es ist hier eine fantastische Landschaft. So, jetzt noch habe ich noch das letzte Stück vor mir nach Scharnachtal. Das ist eine Steigung, weil es ist am Hang oben, wie erwähnt. Und ja, das laufe ich jetzt noch hoch, dann bin ich auch schon dort. Thank you.
bin ich das absolut letzte Stück am Laufen. Und jetzt werde ich jeden Moment in meiner Unterkunft ankommen. Dann werde ich schön duschen gehen und mal etwas entspannen. So, jetzt sehe ich, wo ich hin muss. Nach dort oben muss ich hin. Ist nicht mehr weit. Ich habe noch etwas Aufnahmen vom Flugplatz Reichenbach gemacht, hier von den Fallschirmspringen.